Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Cyberpunk 2077 mit mir, dem Ralf. Und wir stehen jetzt gleich wieder hier oben. Und ich hoffe, es hat alles soweit geklappt, dass wir das Secret Ending, naja, uns angucken können. Und auch machen können. Bin gespannt. Wenn ihr das hier nicht seht, dann hat es nicht funktioniert. Aber wenn ihr das hier seht und ich es veröffentliche, dann hat es funktioniert. Jawohl. Sollte eigentlich funktionieren. Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Bin gespannt. Ich komme her, wenn ich mal. Bada bada bum bum bum. Danke, Misty. Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Plan. So. Nimm dir Zeit. Nehme ich mir. Hey, Johnny, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Du hast mir einen schönen Ja, mach. So, tut mir sorry. Ja. Judy anrufen. Ganz wichtig. Hey, Judy. Oh, hi, V. Was geht ab? Der Tag, als wir schwimmen waren. Das war cool, oder? Was du da gesagt hast. Darüber, was du in mir spürst. Den Tod. Ich muss mich dem stellen. Vielleicht klappt es nicht. Aber ich versuch's. Hör zu, was immer du auch vorhast. Sei vorsichtig, okay? Ich warte hier auf dich. Wenn das klappt, wird das ein Suicide Run. Ich tu mein Bestes. Okay. Gut, dass du. Überleg mal. Mhm. Genau das mal. Oder du versuchst. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Oder eher gesagt, die 5 Minuten der Wahrheit. Wir müssen jetzt hier 5 Minuten lang warten in dieser Option. Und dann sollte Johnny uns ansprechen, so von wegen, hey, das ist eine harte Entscheidung. Ich habe nochmal einen Vorschlag für dich. Einen vierten. Nein, aber einen fünften. Der vierte liegt ja hier unten. Also müssen wir jetzt erstmal warten. Ich spule das dann für euch mal vor. Wir sehen uns dann gleich, wenn sich was tut. Nachricht ist, einer deiner Chums ist schon tot. Er wäre geehrt, dich auf einem Selbstmordtrip zu begleiten. You, me and Arasaka Tower. Klingt nach einem Songtext von Eurodyne, ich weiß. Aber das wird absolut Nova. Und da kommt es, das Secret Ending. Jawohl. Und was genau sieht dein Plan vor? Plan? Naja. Wir können es auf die Rogue-Art machen. Ich würde sagen, du schnappst dir die dickste Wumme, die du finden kannst, gehst durch den Vordereingang und mähst dir den Weg frei. Und wenn Mikoshi so weit unten ist, wie Hanako behauptet, musst du nur den Fahrstuhl finden. Jawohl, das machen wir. Wenn ich schon sterben muss. Dann am besten in Flammen mit der Waffe in der Hand. Nur ich, sonst niemand. Du hast gerade zusammengefasst, wie man zur Legende wird. Schnapp dir dein Eisen. Los geht's. Willkommen im Arasaka Tower. Feiern Waffen wir, als und andere 20, gefährliche 23. Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Ich greife an! Was Feuer? Stirbt. Ah.
deren Gebiet. Sie haben das schon tausendmal geübt. Ziel getroffen! Egal, ich habe genug Heilung. Dafür brauchen wir jetzt viel Muni herstellen. Ich würde sagen, mach mal 6. So. Suicide Run on the Run. Boah, fuck. Und jetzt? Ah. Das Laden hat ein bisschen lang gedauert. Das oh. Ist doch bescheuert, ich meine sie. Okay, so kann man auch sterben. Tu es. Du wirst sehen. Es hilft. Hi, wie? Wie ist es so im Jenseits? Hey? So schön, wie immer gesagt wird. Hier unten ist es immer noch scheiße. Ja, vielleicht sogar schlimmer als vorher. Wünschte, ich hätte mehr getan. Dann wäre es vielleicht anders abgelaufen. Positiv denken, Victor. Ich... Wir werden dich vermissen. Señor. Todopoderoso, escucha a tu humilde servidora, que obra siempre en tu gracia. Recibe en la luz cálida de tu reino a mí, a quien llamaste a tu lado, y deja este mundo perverso. Y acéptala en compañía de tus santos. Amén. Mögest du en Frieden ruhen. Ich hab die Tage an dich gedacht und da wollte ich dich. Naja. Mal anrufen. Ich weiß, es bringt nichts, aber. Früher haben die Leute mit Gräbern gesprochen und niemand hat mit der Wimper gezuckt, stimmt's? Als ich sagte. Ich hätte an dich gedacht, da meinte ich so richtig. Über alles, was du getan hast. Und ich schätze, ich kapiere jetzt, warum du diesen Ort endgültig verlassen wolltest. Aber trotzdem, wie? Hast du mal daran gedacht, du weißt schon. Was passiert, wenn... Was tust du? Hm?
treibst dir die Lichter aus. Das tust du. Wenn's eine Hölle gibt, hoffe ich, dass du da schmorst. Verrottest. Was auch immer. Leb wohl. Die ist aber angepisst. Selbstmord. Naja, Schätze, das war gar nicht so abwegig. So endet es für die Hälfte aller Leute in Night City. Besonders die Guten. Jamie Sheen, mein erster Partner damals, hat sich auch das Hirn weggeblasen. Hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Aber ich wusste, es war wegen der Art, wie die hohen Tiere die Dinge handeln. Natürlich hat sich nichts geändert. Nur, dass am Ende noch ein anständiger Kopf fehlte. Egal, ich hoffe, du bist jetzt an einem besseren Ort wie. Es gilt dann also als Suicide, so wie wenn ich jetzt die Pistole gedrückt hätte. Hey V, denke nicht, dass du die Nachricht je hören wirst, aber es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir in meiner Philosophie habe träumen lassen, oder? Ich meine, am Ende war es deine Entscheidung. Die Wahl, die dir zustand. Aber du sollst wissen, dass es nicht nur Auswirkungen auf dich hat, sondern auch auf deine Freunde. Ich glaube, du wusstest gar nicht, wie viele Freunde du wirklich hattest. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, wie du, ich, Jackie. Bis dahin. Mach's gut. Mehr sagt nichts. Zurück zum Menü. Da denn. Wo ladet er das jetzt? Hallo, hallo. Ich bin Aref Iqbal und Sie sehen gerade WNS News. Neue Details wurden bekannt zu versuchen. Willkommen im Arena. Ah, er ladet direkt hier. Feiern wir es. Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Was? Ach komm. Wieso sind die so stark? Oh, das mit dem Laden dauert oder so lang. Okay, dass der Run so viel schwieriger wird als die anderen, hätte ich jetzt nicht gedacht. WNS News. Neue Details wurden bekannt zu versuchten Willkommen im Arasaka Tower. Feiern Waffen wir als und andere gefährliche Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Alter. Ich konnte nicht mal meine Waffe ausnehmen. Boah, das ist echt nervig. Dass der dann sofort immer in diesen Abspann geht und ich jetzt nicht einfach wieder. Das ist doch bescheuert. Ich
Dass der halt immer gleich die falsche Waffe auswählt. Hallo, ich bin Aref Iqbal und Sie sehen gerade WNS News. Neue Details wurden bekannt zur versuchten Entführung. Willkommen im Arasaka Tower. Feiern Waffen wir als und Wärts andere 20, gefährliche 23. Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Wir werden angegriffen! Vorsicht, das ist deren Gebiet. Wir haben das schon tausendmal geübt. Alter! Erledigt sie! Alter! Wie schnell kriegt er mich down? Hallo, ich bin Aref Iqbal und Sie sehen gerade WNS News. Neue Details wurden bekannt zur versuchten Entführung. Willkommen im Arasaka Tower. Feiern Waffen wir als und Wärts andere 20, gefährliche 23. Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Halt Kontakt! Alter, 3 Jahre später und er nimmt immer noch keine Hilfding. Das ist doch bescheuert. Zur versuchten Willkommen im Arasaka Tower. Feiern Waffen wir und andere 20, gefährliche 23. Materialien mitzuführen ist nicht gestattet. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Vorsicht, das ist deren Gebiet. Wir werden angegriffen. Wir haben das schon tausendmal geübt. Ihr habt es ein paar Mal gesehen, wie ich versagt habe. Ich habe noch viel, viel mehr versagt, wie ihr das gesehen habt. Ich habe dann die Aufnahme unterbrochen und habe den ganzen Shit nochmal neu gemacht und habe dann quasi mich erstmal auf Level Max gelevelt. Und wir können uns nicht mal voll heilen, weil der Relic Fehlfunktion hat. Deshalb fehlt uns oben ein bisschen Health. Alles Kacke. Na egal. Hat nichts geholfen. Musste ich so machen. Aber dafür kriegen wir es jetzt hin. Die hauen trotzdem rein wie die Wichser. Oh fuck.
Heil dich! Warte, er ist kaputt. Oh, da hat er uns fast im Rücken gefallen. Geh drauf, du Kackding! Was? Bin ich in die Luft gegangen? Aber deine beiden Waffensysteme sind doch im Arsch. Normalerweise fliegen die doch dann gleich in die Luft. Kann ich dir ein Bein abschießen? Wow, wow, wow. Na, viel hat er nicht mehr. Ja, gleich. Aber erst einmal brauchen wir das hier. Dann nochmal zwei, weil da brauchen wir nicht so viele. Aber das hier. Dann machen wir mal 10 Stück. Ab 10 reicht nicht. Auch nochmal 6. Ach, mehr geht nicht. Okay. Scheiße. Der will ein Zugangschip. Wir brauchen eine Wache mit Autorität. So einer hat ein Zugangschip. Alter! Wie schwer ist der Shit?
Puh. Ergib dich einfach! Also viele kommen hier. Wer hat den Zugangschip? Da. Damit sollte der Fahrstuhl gehen. Und? Derzeit nicht möglich. Wann darf ich den speichern? Alter, ist es schwer. Tschüss. Netrun Systemverwaltung. Klingt wie etwas, von wo aus man eine riesige Anlage steuert. Hier verbinden wir dein Output. Mal sehen, was sie tut. Ich würde sagen, unten wartet eine richtig fette Willkommensparty auf uns. Gut. Wenn wir schon abtreten, dann wenigstens mit Feuerwerk. Wird ein Hinterhalt, ganz klar. Konzentrier dich. Du bist besser als die. Sorry, Johnny. Die Wichser mögen kein Vorspiel. Mach dich bereit, Bee. Oh, mein Health hat auch ein weniger. Hier drüben. Bin kein Experte, aber das sieht für mich aus wie der Tower Mainframe. Sehen wir, was passiert, wenn alles drin ist. Achtung! Ich will nicht sterben! Wo
Doch voll die Zeitdruck, hey. Oh shit. Oh fuck. Macht euch nicht zum leichten Ziel. Oh shit. Darf ich wieder, auch wieder Muni? Ja, das reicht nicht. Nochmal zwei. Alter, ist das intens. Ja, die brauche ich auch. Los, los, los! Heil dich! Okay. Ich sehe überhaupt keine Slots. Der Mainframe ist sicher unterm Boden. Wir müssen ihn irgendwie aktivieren. Na, wie ein verdammtes Adventure. Legendary Komponente immer mitnehmen. Wie komme ich da jetzt rein? Fuck, Relic. Hier was? Nö. Terminal. Kannst du es benutzen?
Werden wir sehen. Ach, Spider, wir könnten dich jetzt echt gebrauchen. Suchen wir hier nach? Okay, und? Sind sie alle? Ja. Boah. Ich hoffe, dein Ex-Output hat. Boah, der Smasher richtig schwer. Sicherheitssystem aus. Ich habe die Kontrolle. Atomarbedrohung neutralisiert. Nach Mikoshi ist nun frei. Komm, gehen wir. Okay, dann baue ich lieber nochmal. Nummer 2, um voll zu machen. Arasaka Netrunner haben die Tower-Systeme gestürmt. Sie auf. Kann ich hier speichern? Nein, darf ich nicht. Darf nicht speichern, das war der Käse. Ist frei, aber ihr müsst euch beeilen. Eine Elite-Einheit ist euch auf den Fersen. Halt! Bist du hier? Was ist mit der Tür? Bricht ihr bloß keinen Nagel ab. Okay, der wird jetzt hart. Hallo, Verreck, du Sau! Oh, shit. Ich will es hier hinten nicht mehr speichern.
Johnny Silverhand lässt schön grüßen. Willst du mich verarschen? Schluss mit lustig wie. Erledige den Bastard ein für alle Mal. Diesmal aber mit Johnnys Waffe. Johnnys Erzfeind ist erledigt. Ich bin echt gut geworden. Ein geiles Gefühl. Speicherst du das jetzt? Okay, er hat Autosaves gemacht. Das ist doch schon mal gut. Von diesem Ort haben wir geträumt. Suche den Zugangspunkt in der Mitte des Raums. Du musst dich verbinden. Dann tauche in Kühlflüssigkeit ein. Ich werde warten. Jetzt komm. Es ist nicht mehr weit. Keine Ahnung wie, aber wir haben es geschafft. Krass. Wir werden uns drüben sehen. Ui. Das ist neu. Gehen wir also, du und ich. Wenn der Abend ausgestreckt am Himmel liegt, wie ein Patient narkotisiert auf einem Tisch, gehen wir durch gewisse halb verlassene Straßen, die raunenden Schlupfwinkel, ruheloser Nächte in billigen Hotels für eine Nacht und mit Sägemehl ausgestreuten Schenken und Austernschalen, Straßen, die dich wie öde Debatten voll tückischer Absicht verfolgen, bis du dir die überwältigende Frage stellst. Ach, frage nicht, wie lautet sie? Gehen wir einfach und sehen selbst. Das war's, Johnny. Trotz allem habe ich's irgendwie geschafft. Ich hab's geschafft. Hast einen Plan gemacht und durchgezogen. Saubere Leistung. Respekt. Tut mir leid, das habe ich nicht ganz gehört. Dann wasch dir die Ohren, du kleine Drecksau. Was ist es? Das berühmte Gefängnis der Seelen? Hab es anders in Erinnerung. Aber damals war es noch nicht als Show. Und? Wo sind die ganzen Soulkiller-Opfer? Fuck, woher soll ich das wissen? Wir sehen nur, was alt will. Also, wann fangen wir an? Du hast es noch nicht kapiert, oder? Was zum...
Was meinst du? Alt hat uns schon getrennt. Als du dich mit Mikoshi verlinkt hast, hat sie die Soulkiller vorgeworfen. Dein Output macht keine halben Sachen. Ich bin nicht seine Freundin. Hey, Alt. Jetzt, wo die Seelentrennung durch ist, was kommt als nächstes? Ich verifiziere gerade die Prüfsumme und eliminiere dabei Engram-Kopiefehler. Moment, heißt das, ich bin ein Konstrukt? Das heißt, du stehst in meinen Fußstapfen. Der nächste Schritt ist, dich in einen Käfig von Neuronen und Schleim zu kopieren. Wollt ihr Mikoshi immer noch auslöschen? Mhm. Es muss brennen. Was ist mit all denen, die noch eingeschlossen sind? Ich befreie sie und nehme sie mit. Red keinen Scheiß. Du wirst sie auffressen und zu einem Teil von dir machen. Ist nicht so, als wäre die Alternative rosiger, oder? Moment mal, ganz langsam. Ich will wissen, was zum Teufel genau mit mir los ist. Ich habe eure Psychen mit Soulkiller getrennt. Und so wie's Konstrukt erschaffen. Und ein analgesisches Protokoll gegen jegliches Schmerzempfinden hinzugefügt. Ich konnte nicht alle Änderungen durch Johnnys Dateneinfall eliminieren und überschreiben. Aber Wies Engram-Integrität ist immer noch hoch. Auf Deutsch, du kannst also ihre Psyche wieder in ihr Hirn transferieren? Wie auf eine neue, leere Partition. Das war's also. Wir sind fertig. Du hast Wort gehalten. Es gibt einen Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Alt? Was? Der Körper als Schlüsselfaktor dieser Transaktion. Die DNA-Rekonfiguration durch den Relic ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Scheiße, spul vor bis ans Ende. Nachdem ich dein Konstrukt in deinen Körper transferiert habe, wirst du sterben. Es ist unvermeidbar. Fuck. Du hast noch etwa 6 Monate zu leben. Vielleicht etwas mehr. Nein. Nein, nein, nein. Es muss doch was geben. Etwas, das wir nicht bedacht haben. Dein Körper wird dich als Eindringling betrachten. Aber es ist doch mein Körper. Die Biochip-Naniten haben ihn unumkehrbar verändert. Der Körper gehört jetzt Johnny. Halt. Gib uns eine Sekunde. Wie und ich müssen reden. Ich glaub das nicht. Alles. Alles, was wir getan haben, war umsonst. Ich hab genug davon. Von allem. Besonders von dir. Perfekt, denn wir bleiben beim Plan. Ich geh mit Alt, wohin auch immer, und du behältst deinen Körper. Wo geht sie überhaupt hin mit dir? Hinter die Black Wall, damit ich ein Teil von ihr werde. Was immer das bedeutet. Okay, die Diskussion hatten wir ja schon. Das überspringe ich jetzt alles mal. Das ist alles jetzt noch das gleiche wie bei uns im allerersten Run. Ich glaube auch die Enden sind nahezu gleich, zumindest sein Ende. Dass wenn wir für ihn gehen, dann kommt wieder das mit dem Jungen und der Gitarre. Ich glaube das Einzige, was anders sein wird, ist unser Ende. Damit wird das letzte sein. Ich würde es hier alles in eine Folge zusammenschneiden. Das ist wirklich kein... Es ist das kürzeste, aber schwierigste Ende. Als? Weißt du noch? Ja. Muss es nicht. Wir wussten die ganze Zeit, wie das endet. Nein, verarsch mich jetzt nicht, okay? Nur wenn du dein Tut-mir-leid-Gejammer sein lässt. Ich meine, ich stehe kurz davor, einen Freund und ein Stück meiner Seele zu schreddern. Du hast echt keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Der hätte jetzt auch von mir kommen können. Siehst du, wie? Ich bleib bei dir, ob's dir gefällt oder nicht. Ich bin nochmal gespannt, was jetzt auf uns zukommt.
Was wird mit uns jetzt geschehen? Was machen wir jetzt? Leb wohl, V. Und vergiss nicht, gib niemals auf. Was kommt jetzt? Dieses Ending. Morgen. Morgen. Aber fuck. Was denn? Es ist quasi das Rogue-Ende, wenn wir Rogue. Also wenn wir überleben. Wahrscheinlich auch ein bisschen abgeändert. Ich bin in der Küche. Okay, V. Was ist los? So, Kaffee trinken. Den könnte man glatt mit. Aber ja, sie macht jetzt Schluss. Wie? Ein. Aber. Ja, ich weiß. Weißt du, ich hatte mein Leben in Abschnitte unterteilt. Erst war ich im Beengten. Jedes Mal. Wie würdest du diesen ab? Darüber wollte ich mit dir reden. Hör zu, wie ich. Ich muss hier weg. Raus. Diesmal sage ich was anderes. Ich will nicht, dass du gehst. Nicht jetzt. Ich brauche dich. Wie? Du weißt, wo du hingehörst. Diese Stadt gehört dir, der Königin des Ab. Lass mich rausfinden, wer ich bin. Mein wahres Ich. Ich meine, du. Scheiße, es ist so schwer, das zu sagen. Vor allem dir. Danke, Judy. Für deine Ehrlichkeit. Für alles. Was auch. Nein. Also nimmst du. Ich wünschte, es würde anders enden. Zwischen uns. Ich auch. Aber es muss jetzt sein, solange ich noch Zeit und etwas zu erledigen habe. Auf dich wartet immer das nächste Ding, die nächste Herausforderung, bis zum bitteren Ende.
Ich gehe jetzt lieber. Ja. Pass auf dich auf, Vi. Komm in einem Stück zurück. Sei du auch vorsichtig. Pass auf dich auf da draußen, Vi. Delamain! Guten Morgen, Vi. Wohin düsen wir denn heute? Bring mich zum Afterlife. Natürlich. Wir nehmen diese besonderen Luftkorridore. Aufregend, oder? So sollten wir schnell da sein. Super cool. Du siehst ja schlimm aus. Harte Nacht? Harte Wochen. Oh je, Mini, das tut mir leid. Dank deinem Einbruch in den Arasaka Tower hast du alles. Respekt, unbegrenzte Ressourcen. Doch körperliche Leiden... Falls es hilft, ich habe zusätzliche Dienste im Angebot. Wellnessbehandlungen und vieles mehr. Vielleicht genau das Richtige für dich. Ich arbeite jetzt sogar mit Traumateam zusammen. Für beste medizinische Versorgung. Zeitlich limitiertes Angebot. Ich nenne es das Sicher-Reisen-Paket. Was hältst du davon? Was medizinische Versorgung angeht. Etwas zu spät und etwas zu teuer. Ich fürchte, ich verstehe nicht. Dir stehen doch enorme Ressourcen zur Verfügung. Ich bin sicher, wir finden eine zufriedenstellende Lösung. Lass gut sein. Glaube ich nicht. Wie du willst. Was gibt's Neues in der Stadt? Arasaka ist in Bedrängnis. Ein organisatorisches Chaos, die Aktien abgestürzt, das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttert. Soll ich fortfahren? Sichere deine Seele sollte ein Riesenerfolg für Arasaka werden. Wurde aber zu einem Riesenfluch. Alle Ressourcen des Projekts gingen verloren. Hm. Die haben den Reichen Unsterblichkeit versprochen und verkauft. Und eigentlich ein Gramm und Wissen gesammelt. Es ging um Macht, Kontrolle. Und? Was sagt man sich so auf den Straßen? Natürlich gibt es zahllose Gerüchte. Du planst etwas Großes und irgendjemand noch Größeres mit enormen Ressourcen unterstützt dich. Sonst nicht viel. Arasaka versucht, das Chaos zu kontrollieren. Wie dem auch sei, du, das Afterlife, ihr seid in Sicherheit. Vorerst zumindest. Nova. Echt Nova. Bring mich ins Afterlife. Und zwar schnell. Natürlich. Ich habe zweifelsfrei die optimale Route berechnet. Wir kommen in Kürze an. Bitte lehn dich zurück. Entspann dich und genieß den tollen Ausblick auf die Stadt. Mhm, danke. Einen schönen Tag. Wenn du meinen Kunden Glauben schenkst, ist die Stadt atemberaubend. Klar doch. Ein echter Knaller. Ja, sicher. Ein Ort, der auf ein besseres Morgen hoffen lässt. Was du nicht sagst. Interessant. Was? Hey, alles bereit? Perfekt. Deine Kabine erwartet dich schon. Wen haben wir denn hier? Hey Rogue, wie sieht's aus? Alles klar? Sag du's mir. Das Afterlife und was hier abgeht, das ist jetzt deine Sache. Ha, bin gespannt, was dieser Kunde zu sagen hat. Wäre ich auch. Er wartet auf dich. Aber bevor du gehst, will ich noch mit dir reden. Was willst du trinken? Das Übliche. Klar doch. Nichts da. In so einer Situation kannst du nicht das Übliche trinken. Heute geht's ins Unbekannte. Und du weißt, was auf dem Spiel steht. Mhm. Klar,
reib's mir unter die Nase. Du weißt, dass ich vor einer großen Mission immer einen Tequila getrunken habe. Johnny's Lieblingsdrink. Jeder hat seine Rituale. Maskottchen, Glücksunterwäsche. Es geht nicht um Glück, sondern ums Gedenken. Johnny zu gedenken. Damit ich wusste, warum ich das alles gemacht habe. Dieses ganze Chaos. Rogue. Also wirst du dich an diese Afterlife-Tradition halten. Claire mixt dir was. Such dir was aus. Mix mir ein Silverhand. Ich trinke auf Johnny. Er hätte dich begleitet. Da bin ich mir sicher. Bei so einer Mission. Ich weiß noch, wie er immer gelächelt hat, wenn die Welt aus den Fugen geriet. So wurde er auch heute lächeln. Ich weiß. Hals und Beinbruch weh. Wenn irgendjemand das durchziehen kann, dann bist du das. Danke, Rogue. Okay. Der Typ ist ja nicht da, weil klar, den haben wir ja nicht benutzt, um reinzufliegen. Wie? Ich habe lange darauf gewartet, der Afterlife-Legende ins Auge zu sehen. Schön, dass ich... Ladies! Schieß los. Also wie? Mikoshi war ein Meisterstreich. Damit hast du Arasaka K.O. geschlagen. Also ist... Die Inf... Badabum, badabum, badabum. Okay, das wird das Gleiche sein. Ich... Okay, es endet genau, wirklich fast genauso, nur dass Rogue halt überlebt hat. Aber sie uns quasi eine neue Chefin gemacht hat. Bin auf Position. Perfekt. Fast auf die Sekunde. Jetzt ich hab das Signal erhalten. Sag mir, so weit bist du nicht, kein Zauberer. Wenn das kleine Rettungsmarkt gewinnst du mehr, als hab ich nichts mehr zu verlieren. Wenn jemand was merkt. Das klingt ziemlich deprimierend, aber was weiß ich schon. Okay, los geht's. Viel Glück. Wir sehen uns unten wieder. Over and out. So.
Und damit sind wir wirklich, 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 wirklich am Ende von Cyberpunk 2077. Ich habe alle Enden gemacht. Sogar unfreiwillig den Suicide. Alle fünf Enden, die es gibt. Ich denke nicht, dass jetzt hier noch was Neues kommt, was ich nicht schon kenne. Hey, wie? Was geht ab? Ist eine Weile her, seit du den alten Weg besucht hast. Ich wette, deine Chums im Afterlife haben dir einen... Ja, das ist genauso wie vorher. Und damit sind wir wirklich komplett durch. Und ich sage danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen, dass ich jetzt ausnahmsweise alle Folgen, oder was heißt, alle Enden, alle möglichen Enden hier durchgespielt habe. Wobei das letzte Ende mich einiges an Nerven gekostet hat. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich das alles im Off gemacht habe. Erstens mal überhaupt die Vorbereitungen zu machen, habe ich dann doch noch gemacht. Ich hatte ja noch ein altes Safe-Game, wo ich das noch machen konnte. Und dann die scheiß Levelei. Aber, mein Gott. War ja zum Glück ein langes Wochenende. Da konnte ich ein bisschen was machen. Aber mich hat es interessiert, ich wollte es halt selber und nicht nur in YouTube gucken. Aber gut. An dieser Stelle sage ich danke, bis zum nächsten Let's Play, was dann Mass Effect sein wird. Und zwar die Legendary Edition. Da freue ich mich schon drauf, wie Olle. Und vor allem, ich kann das Cyberpunk ad acta legen und es geht direkt weiter für mich persönlich mit Mass Effect. Boah, geil. Naja, wie dem auch sei. Bis dann. Tschö. Oh, meine Abmod muss ja noch. Liken, subscriben und die Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notation liken, wenn das YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte YouTube euch nicht benachrichtigen, was man bei uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account von Dennis, der im Follow reindrücken ganz gut tut. Und dann auf alle Feed-Anzeigen einstellen, weil dann kriegt ihr immer mit, wann wo was bei uns abgeht. In der Hinsicht. Bis dann. Adieu.